Hallo und herzlich willkommen zurück zu Part 50 von YouTubers Live. Und schon mal vorweg, es wird die letzte Folge von diesem Let's Play sein, weil wir einfach alles Mögliche bisher erreicht haben und wir irgendwie nur noch dabei sind, Sachen zu uploaden und höchstens darauf zu warten, diese Konsolen, die da noch erscheinen sollen, hier so PS4 und so ein Kram halt, ne? Das ist quasi das Einzige, worauf wir noch so warten. Und ja, wir haben ja eigentlich alles Mögliche soweit erstmal erreicht. Ne? Wir werden uns hier gleich noch ein bisschen umschauen. An sich, Einladung zu einer Veranstaltung. Biblical Boxing. Ja, können wir machen. 77 Stunden. Wir werden das zwar, glaube ich, eh nicht mehr erleben, aber ist ja auch egal. So. Also wie gesagt, es wird der letzte Part YouTubers Live. Ich finde, Part 50 ist auch so ein schöner Part, wo man jetzt aufhören kann. An sich bin ich aber nicht abgeneigt, irgendwann das Spiel auch mal zu streamen und zu gucken, dass wir dann halt die Konsolen, die ja noch ausstehen, dass wir die bekommen. Und ich glaube, diesen einen Arbeitsplatz hier eine Etage höher müssten wir noch einrichten. Und ja. Also wie gesagt, das ist eigentlich das, was jetzt noch übrig bleibt, diese ganzen Sachen zu uploaden, das hier zu maximieren, unsere Fähigkeiten und so, jeden hier zum Bücherregal zu schicken. Und ich muss gestehen, ich finde es ein bisschen blöd für ein Let's Play, die nächsten 20 Folgen einfach nur damit zu füllen, dass wir ja nur noch hier Sachen aufnehmen und die Leute zum Regal schicken, weil ja eigentlich auch nichts Großartiges Neues passiert, ne? Deswegen. Ja, es ist halt schon ein bisschen blöd so. Aber egal. So, er darf mal einen Arbeitsplatz 1 gehen und das machen. Wir versorgen die jetzt noch einmal. Der ist gerade draußen vor der Tür. Wir hatten ja noch eine Menge Spiele gekauft, ne? Wir wollten ja mal gucken, ob irgendwann das Regal platzt aus allen Nähten. Ich muss warten, bis mein Partner fertig ist mit dem Video. Das ist kein Problem. Mach das ruhig, mach das ruhig. So, haben wir denn hier noch irgendwie ein PC-Spiel? Wir haben jetzt ja allen Scheiß gekauft, ne? Muss man ja echt mal sagen. So, das meiste ist hier irgendwie schon wieder out to date. Okay, wir gehen nochmal an den Anfang zurück. No one can stop the cheese. Niemand wird den Käse je aufhalten können. Niemand. So, macht das mal einen Arbeitsplatz 2. So, er ist mittlerweile auch wieder da. Also ich muss sagen, ich finde das Spiel schon gut. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich habe ja teilweise auch ein bisschen mehr auf Vorrat aufgenommen. Aber ich muss sagen, für mich hat das auch so ein bisschen, mein Handy ist lautlos, ja, ich wollte gerade mal gucken. Für mich hat das auch so ein bisschen den YouTuber-Dasein Charakter, das YouTuber-Dasein-Charakter, wie auch immer. Also den Charakter eines YouTubers nimmt es ein bisschen, wenn man einfach nur noch die Leute hier ja, zur Anweisung schickt, nimm mal das auf, nimm mal das auf und so. Das weiß ich nicht. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, Just for Gameplay, das soll ja mit mir verbunden werden, ne? Also, und nicht, dass ich mir da hier noch 5 Leute einstelle, die dann für mich aufnehmen und Videos hochladen. Das erfüllt ja für mich nicht den Sinn. Ich möchte ja, dass die Leute das wegen mir gucken. Und außerdem möchte ich das ja auch aufnehmen, weil ich das spielen möchte und weil ich meinen Spaß daran habe, ne? Ja, ich bin dabei, aufzunehmen. Ich verliere Abonnenten. Oh nein. Ja. Wir könnten mal uns umstylen. Ach, dann kriegen wir diese Präsentation ja doch noch mit. Ich muss sagen, was ich auch ein bisschen schade finde, dass diese Events, die wir hier so haben, dass das irgendwie immer so dieselben sind, dass das der gleiche Background ist und das wird auf Dauer dann doch ein wenig eintönig, muss ich sagen. So. Wir werden uns erstmal wieder wie normaler Mensch kleiden. So, ich brauche schwarz. Da. Nehmen wir mal die Anzugjacke. Hier gab es doch so einen Rock. Ja, nehmen wir den.
Dazu die geilen Schuhe hier, ne? Ja, und die. Wir müssen diese Brille mal wegmachen. Diesen Schal und Ohrringe haben wir irgendwie gar nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann gehen wir so zum Event. So, nebenbei lassen wir schon mal zwei Videos uploaden, damit wir ja keine Abonnenten verlieren. Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, was dann nochmal irgendwann kommen soll hier, ne? Also an sich habe ich kein Problem damit, dass wir im Stream dann irgendwann nochmal gucken. Ja. Im Moment habe ich auch so ein bisschen viel zu nebenbei und ich würde auch gerne mit Kingdom Hearts jetzt vernünftig weitermachen. Da komme ich ja fast nicht dazu, das aufzunehmen. So. Ist hier noch so ein Typ, der uns voll labert. Irgendwie hat sich mein Pflaster am Finger gelöst. Willkommen auf der Präsentation von Biblical. Nee, doch Biblical Boxing. Ja. Das ist irgendwie auch über das Gleiche, muss ich sagen. Wie gesagt, ich finde es halt blöd, im Let's Play immer sowas zu zeigen. Ich meine, ich könnte jetzt noch 50 Folgen damit füllen. Klar, aber warum? Es passiert ja nichts mehr. Wir haben das höchste Wohnobjekt erreicht. Wir haben einfach 6.500.000 Abonnenten mal abgerundet. Wir haben 100.000 Dollar. Es gibt hier ganze 24 Karten, da kriegen wir auch nichts Neues oder so. Das haben wir auch alles, glaube ich. Ja, ne? Das ist genug, ich gehe jetzt. Wir haben hier alles. Also, ja, schon mal nicht schlecht. Ja, da kann man sich hier noch mit irgendwelchen Leuten unterhalten. Das finde ich aber auch langweilig. Kann ich vloggen? Ja, ich kann vloggen. Immerhin kann man sowas machen. Das ist ja schon mal etwas. Du startest eine Aufnahme und vergisst dich selbst. Wie kann man sich selbst vergessen? Verstehe ich nicht, aber egal. Du schmolzt. Jo. Mitten in einer, in einem Vlog erstmal schmollen, das kommt richtig gut an. Frage deine Abonnenten nach Likes. Ja. Gut, das ist halt auch irgendwann das Gleiche, ne? Der Hintergrund ist nicht gut. Ich finde den gerade sogar sehr schön, den Hintergrund. Ehrlich gesagt. Du redest über ein super spannendes Thema. Ja, dann machen wir gleich ein fachliches Kommentar dazu. So, du realisierst, dass das Bild verschwommen ist. Ja, mach mal einen ernsten Kommentar. Oh, und was mich richtig nervt, dass die immer lachen, wenn du mit denen redest. Dass sie zwischendurch mal einen Lachanfall kriegen, kein Thema, ne? Es ist okay. Aber jedes Mal, wenn du irgendwas sagst, haben die diese gleiche Lache, ey. Das ist etwas, was mich richtig genervt hat. So, aber ich fand es schon spannend, auf jeden Fall, wie man sich hier so hochgearbeitet hat, ne? Wie dann die nächste Wohnung aussieht. Was ich auch cool fand, dass es hier so Events gab, wie diese Spielemesse, was halt einfach so Gamescom-mäßig war, denke ich mal, ne? Okay, ich werde dich zu Hause bearbeiten, genau. Dann posiere ich mal für die Presse. Ja. Das ist eine große Ehre, dass ich hier bin. Ja, das mit diesen Netzwerken hat irgendwie auch immer nicht so funktioniert. So, erstell mal das Video. Geh mal an Arbeitsplatz 4 oder so. Ja. Emilia ist noch bei der Arbeit. Aber wir können die Leute schon mal nichts machen lassen. Das ist gut. Ich sollte warten, bis das Video hochgeladen ist. Ja, toll. Naja, immerhin noch weitere Videos. Die Präsentation ist sogar noch am Gange. Wir sind einfach früher gegangen, oder was? Und jetzt aber. Oh, das kam überhaupt nicht gut an. So. An sich fand ich es auch immer recht lustig, das hier zusammenzuschneiden. Wobei es irgendwann doch auch echt eintönig ist. Ne? Man klickt einfach nur noch irgendwas an, um es halt hochzuladen. Aber es fand ich schon cool gemacht. Also, bis man sich hochgespielt hat, war das schon recht spannend. Was ich auch cool fand, dass es halt immer bessere Karten gab, die man dann ja, einbezogen hat. Oder die man hier dann wechseln konnte.
Dieses Pflaster nervt mich gerade. Ach, Mensch, nur ein Dislike, das ist bestimmt einer unserer Hater. Was ich auch cool finde, dass es hier halt auch echt Hater gibt, ne? Und dass dieser eine Typ, den wir hatten, der wurde uns ja einfach abgeworben. Das fand ich auch richtig geil, ey. Also, dass sowas überhaupt passieren kann, ist schon interessant. So, mein Freund, du nimmst auch noch was auf. Weil sonst beschweren sich ja die Leute, dass wir hier nichts machen. Ein bisschen blöd ist auch, dass man hier so drei Let's Plays von einem Spiel macht und dann ist quasi das Let's Play davon gegessen. Weil man sich dann wieder den neueren Spielen widmen muss. Oder zuwenden muss. So, du machst Amateur-Bingo. Was auch immer Amateur-Bingo ist. Ich wusste gar nicht, dass man Bingo in einer Profiliga oder sowas spielen kann. Aber es geht. So, jetzt bewerben wir den Spaß hier noch. Ist das teurer geworden? Oh, es tut mir leid, meine Stimme ist ein bisschen... Mal sehen, ob wir es noch schaffen, hier alle Sachen zu öffnen, bevor der Part zu Ende ist. Der Emilia ist dann auch mal fertig. Was ich cool finde, dass man so Profile von denen hat, die man sich erstmal angucken kann, bevor man die einstellt. Nein, nein, geh nach unten. Und was mich richtig nervt, dass man hier nicht einfach irgendwie runtertappen kann jetzt. Oder ich bin einfach, es gibt eine Taste und ich wusste das einfach noch nicht. Das kann auch sein. So. Ich würde nämlich gern frei zwischen den Stockwerken wählen. Das wäre schon sehr geil. Aber naja. Was ich auch nicht verstehe, dass es hier immer ein Ausrufezeichen ist. Obwohl wir ja alles angeguckt haben quasi. Wir haben auch die ganze Garderobe leer gekauft, ne? Haben wir alles. Wir haben den ganzen Idea-Shop leer gekauft. Sieht man ja hier. Hier haben wir auch schon alles, also PC ist vollständig. Einzige die Konsolen. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal so Events gibt, wo man den Super Nintendo nochmal erspielen kann. Und hier zum Beispiel die Play Studios 4 wird das wahrscheinlich sein. Und die Z-Box One. Ach, und die CU, denke ich mal. ja, also das ist das Einzige, was halt noch so ein bisschen fehlt, ne? Game Toy. Ist ja auch geil. Full Collar. Ja. Also wir haben halt alles Mögliche, was erstmal so geht, haben wir halt alles. Ja. Was ich auch immer cool fand, ist, dass man hier so Unboxings machen kann. Wobei, was ich cool fände, wenn man halt noch Unboxings von anderen Sachen hätte machen können. Oh, ich mach dieses Pflaster jetzt weg, das nervt mich. Ich werde dann mir irgendwie mal ein anderes oder ein neues drauf machen. Nachdem ich dann abgewaschen und gegessen habe oder so. So einen kleinen Schnitt am Finger, aber ja, mein Gott. Jetzt stehen hier alle mit rum. Die Alte ist schon mal fertig mit ihrem Video. Ja. Was ich auch ein bisschen blöd finde, dass die Spiele immer... die haben halt immer zum Release, dass sie gut ankommen und dann gehen die irgendwann von dem Interesse ja komplett runter. Dabei gibt es ja das ein oder andere Spiel, ich sag gerade mal Minecraft, ja. Das gibt es ja nicht erst seit gestern und auch nicht seit 3 Jahren, sondern das gibt es ja schon ewig. Und die Leute spielen das ja immer noch wie verrückt. Also das ist halt so ein Spiel, das erstmal nicht so schnell unbeliebt wird, denke ich mal. Und dass es hier auch so das ein oder andere Spiel gibt, die hätten es ja auch Minecraft nennen können oder so, ne? Dass das zum Beispiel so ein Spiel ist, was man halt immer aufnehmen kann, wo die Leute halt voll hinterher sind, um zu gucken. Das wäre schon eine geile Sache. Ich meine, wenn ich so, ich möchte heute Abend ins Kino, nee, ich habe echt keinen Bock, also. Das ist nämlich auch irgendwie immer das Gleiche.
hätten so längerfristig so ein paar mehr Events machen können eigentlich. Wäre schon eine geile Idee gewesen. So, Amateur-Bingo. Wobei, ich muss das Spiel ja mal loben für diese geilen Titel. Das zum Beispiel einfach Nintendo zu nennen oder Play Studio anstatt PlayStation. Das ist schon interessant. Das hat man ja bei Watch Dogs 2, da heißt es ja auch nicht Google, sondern Nudel. Und man googelt ja nicht, sondern man nudelt und das finde ich schon geil. Also sowas erheitert dann immer den Moment. Jetzt haben wir alle Sachen immerhin geöffnet. Ja, Mensch. Ja, ich finde das da ein bisschen blöd, weil man dann irgendwie nur noch dabei ist, die Leute hier rumzumanagen. Und man selber kommt gar nicht mehr dazu, sich hier die Videos aufzunehmen, so. Das ist halt irgendwie, ja, ein bisschen unglücklich. Aber, naja. So, Kanalzusammenfassung, das finde ich auch cool gestaltet, dass man auch so einen Rang hat, ne? Profil. Den haben wir uns ja gleich mal geangelt, den Typen. Francis. Good Television, Wide Eye Broadcast. Hey. Rang auf YouTube. Wir sind unangefochten Nummer 1 und werden es auch immer sein, gefühlt. Ich meine, guck mal, wir haben 6,6 Millionen aufgerundet und der nächste hat 3,9. Was ich interessant finde, die sind alle im Widebands Network und wir nicht. Und wir sind trotzdem besser als alle anderen. Nur mal so am Rande, ne? Diese Statistiken finde ich auch nett, wenn das Spiel sich jetzt nicht aufhängt. Hallo? Na, seht ihr diese Lademaus-Dings? Oh. Ich denke mal, hier kann man sich das nochmal genau angucken oder so. Art des Videos, Vlog. Aufrufe. Zusammen verdient. Wir kriegen sogar Spenden. Haben 2000 Abonnenten dazu bekommen. Mensch. Ich hasse dich und deine Videos. Lass es einfach. Das war ja unser Mitkollege, Mitbewohner-Dings. So. Dann noch ein paar Statistiken. Aufrufe. Funktioniert echt super, ne? Soll sich das ja eigentlich verändern? Interesse. Lehrreich, unterhaltsam, ernst, spaßig, jünger, älter, Mann, Frau. Wir sind eigentlich hier gut in der Mitte, ne? So, das sind die Netzwerke. Oh, das wäre bestimmt geil, wenn wir einfach uns hier in so ein Gammelnetzwerk als bester YouTuber des Universums einschreiben hier. So, Suche nach Vertretern verschiedener Unternehmen. Nintendo. Mensch, Belohnung holen. Ja, super toll. Jesus. Okay. Sanson. Abel. Atara. Bonnie. Saga. Das finde ich auch cool, dass man sich hier dann so Belohnung abholen kann. Wir aber machen Belohnung. Komm am 10. wieder. Ja, dann kriegt man halt irgendwelche Spiele. Das ist jetzt halt auch nicht so. Wow, toll. Wir kriegen Spiele. Nicht, dass unser ganzer Schrank damit voll ist. Nein. Ich sag dazu nichts. So, bei uns sieht das so aus. Wir sind Gaming Rang 50. YouTube Platz Nummer 1. Ich bestehe aus 5 Personen, wollte ich mal gesagt haben. Und unsere Fähigkeiten sind bis jetzt so weit gekommen. Unser Einkommen im Monat, was ja nicht wir machen, sondern halt die Leute, die hier für uns aufnehmen, ne? Ist mal so am Rande. Ja. Sonst kann man hier, glaube ich, auch nicht mehr viel anklicken. Ja, die Zahlen, die Kosten. Aber ich meine, das, was wir im Monat einnehmen, da haben wir echt mega viel Gewinn, muss man halt echt sagen. Also. Ja, und die Gaming-Fähigkeiten haben wir halt auch alle, ne? Boah. Ich würde es hier auch einfach jetzt beenden.
Haben wir noch ein bisschen rumgelabert, ein bisschen Eindrücke über das Spiel, noch mal ein bisschen was angeguckt, Statistiken, tralala. Ja, also wie gesagt, alles in allem. Also wenn ich dem Spiel eine Note geben müsste, ich würde ihm eine 2 geben. Sagen wir es mal so. Für eine 1 ist mir das noch nicht so ganz. Was heißt nicht so ganz? Also von einer 1 wäre es weit entfernt. 2 minus so, aber naja. Auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr diesem Projekt beigewohnt habt. Wenn ihr wollt, kann ich irgendwann die anderen Zweige, ich glaube, es gibt ja noch Beauty und Musik oder so, ich weiß es gar nicht, kann ich auch irgendwann nochmal spielen, mal gucken. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich gerne noch was in die Kommentare schreiben, auch wie ihr das Spiel so findet oder wie ihr mein Gameplay so gefunden habt oder so. Oder ob ihr irgendwie was anders gemacht hättet, keine Ahnung. Schreibt, was ihr wollt in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, man sieht sich in weiteren Projekten. Und bis dahin, ciao.